Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Tage, die sind jetzt schon wieder länger geworden und bald wird es auch wärmer. Man kann also schon langsam an Säen und an Pflanzen denken. Am besten nehmen Sie dazu die bewährten Qualitätssämereien. Aus dem grossen Coop-Sortiment. Über 160 verschiedene Sorten gibt es. Für zartes Gemüse aus dem eigenen Garten, für aromatische Kräuter ab dem Fenstersims oder für eine bunte Blumenpracht auf dem Balkon. Und wie sich's für ein Coop-Produkt auch gehört, steht auf diesen Samenbriefchen alles, was Sie müssen wissen für ein erfolgreiches Gärtnern. Bei der Coop Do It Yourself, da finden Sie die praktischen Zimmertreibhäuser zum Anziehen von der Setzling. In die Einlagenschale, da tüen Sie Coop Aussaaterden einfüllen, leicht glatt streichen, den Samen draufgeben, dann natürlich noch ein bisschen mit Erde zudecken und mit einer feinen Bruse angiessen. Bis zur Keimung der Pflanzen jetzt sollte man den Deckel von dem Treibhaus zulassen. Dann werden die Keimlinge versetzt in so eine Pikierschale, bis sie dann stark genug sind, zum Anpflanzen im Freien. Sie sehen also, selber Gärtnern ist gar nicht so schwer und mit dem Qualitätsprodukt von Coop haben Sie schnell einmal einen grünen Daumen. Für alle, die nicht warten wollen, bis die eigenen Setzlinge gross geworden sind, gibt es natürlich in der Coop-Gemüseabteilung immer gartenfrische Angebote. Besonders empfohlen wird zurzeit knackiger Eisbergsalat, der sehr ausgiebig und auch bei den Kindern speziell beliebt ist. Und in Ihrem Coop-Warenhaus finden Sie jetzt wieder sehr schöne Nachtwäsche, zum Beispiel Pyjamas und Nachthemper aus Interlock, bedruckt und in zwei verschiedenen Farben. So? Und jetzt ist Zeit für die Studioküche, die wieder mit einer Spezialität für uns parat ist. Grüezi miteinander. Ein feines Gericht, das viele noch nicht kennen, ist das Basler Geschnetzelte. Für vier Personen braucht es 500 bis 600 Gramm geschnetzeltes Rindfleisch, das wir im heißen Öl anbröteln. Eine Karte Zwiebeln und Knoblauch dazu. Und einen Esslöffel Tomatenmark. Mit geröstetem Mehl bestäuben und dann mit dunklem Bier ablöschen. Wir würzen nach Belieben und lassen das Gericht 30 Minuten köcheln. Während dem Kochen immer ein bisschen Wasser nachgießen und am Schluss mit Rahm verfeinern. Das Gericht nach Basler Art wird mit Knöpfli serviert. Das Rezept, Sie wissen, steht in der Coop-Zeitung, ein guter. So, das wäre es für heute. Hoffentlich können wir Sie nächsten Mittwoch wieder begrüßen. Und ich bitte Sie noch um Ihre Aufmerksamkeit für Coop-Angebote zum Sparen. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. Bei Coop kommen Sie jetzt den Bratentopf Terracotta für nur 12 Franken über. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Coop Kaffee Excellento 250 Gramm statt 4 Franken nur 3,50 und 500 Gramm statt 7,60 nur 6,60. Coop Kaffee Wack Excellento 250 Gramm statt 4,20 nur 3,70. 3 Dosen Midi italienische Tomaten statt 2,70 jetzt nur 1,95. Delikatesse Fleischkäse 100 Gramm nur 1 Franken. Coop Weissmehl 1 Kilo statt 1,75 nur 1,50. Kaffeerahm 2 Deziliter statt 1,35 nur 1,15 und 5 Deziliter statt 2,85 nur 2,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 2 Flaschen Coop Sonnenblumenöl statt 10,20 nur 9,20. Sanguinelle Blutorange aus Italien Netz a 2 Kilo nur 3 Franken. Morgen Morgen wird in Winterthur der Grützemärt eröffnet. In dem neuen Einkaufsparadies hat es unter anderem auch ein Restaurant, ein Bau- und Hobbycenter, ein Radio-TV Steiner und ein Diana-Schuhfachgeschäft. Auf Wiedersehen!